Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge, die wir sind. Wir sind immer noch hier bei diesem ekligen Komplott, wo wir die erschießen müssen wahrscheinlich. Das letzte Mal haben wir ja blöderweise falsch reagiert. Und wurden von einem nackten Fuß ertreten. Oh, hier ist Munition. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal doch lieber die Shotgun nehmen, ne? Können wir die verbrennen, verbrennen. C entfernen, was entfernen? Die Haken? Warum? Scheiße, jetzt habe ich gar keinen erwischt. Okay, wir müssen scheinbar die Haken entfernen, warum auch immer. Wir machen es einfach. Da ist auch noch einer. Alter, was ist denn hier los? Füllt einfach alles durcheinander, natürlich, warum nicht? So, Dankeschön, ist wie beim Angeln. Danach kann man die Fische wieder ins Wasser setzen. Aber ich glaube, das war nicht gut. Sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Nö, nö, nix mit dem Kopf, sie nein. Sieht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, du auch, würde ich mal sagen. Sonst knallt sie nämlich gleich. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ein Tresor. Einfach mal mit Blut gefüllt. Warum nicht? Da gab's noch mal einen Film drüber, ne? In meinem Himmel hieß der, glaube. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Ja. Gut, das ist schön. Was haben wir hier noch so? Bilder. Fotos. Entschuldigung. Ja, und wird es daran jetzt so besonders? Aha. Ja, auch schick. Kirche. Die Kirche. Ja, ein Loch. Das sollte im Normalfall nicht auf Bildern passieren. Ach so, natürlich. Natürlich. Haben wir unsere Lampe? Lampe? Hallo? Ah, geht doch. Ich fühle mich nicht gerade wohl, um ehrlich zu sein. Was war das? Wozu elektrischen Rollstuhl, wenn man auch einen haben kann, der sich von ganz alleine bewegt, ohne irgendwelche Hilfsmittel? Das wäre doch viel einfacher. Oder etwa nicht? Wo müssen wir überhaupt hin? Kommen wir da durch? Sieht so abgeschlossen aus. Nee, ist offen. Ist ja ein Wunder. Der Spiegel ist tot. Wir können uns verbessern. Ah, das haben wir ja. Nee, das mache ich noch nicht. Das mache ich später, wenn wir ein bisschen mehr haben. Was ist denn los hier? Ist der Strom ausgefallen? Müssen wir den Sicherungskasten finden? Boah, ich dachte gerade, wir sind ganz woanders. Ich sehe gerade nicht mehr durch. Können wir hier wieder Zeitung lesen? Nein, können wir nicht. Also... Hallo? Ich dachte gerade, da würden so raren Brennstäbe liegen. Einfach so ganz random, ohne Grund. Okay, Kakerlaken. Können wir die erschießen? Ich will es nicht ausprobieren. Ich will keine... Wow. Ich will keine Munition verschwenden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Die Lampe finde ich schön. Dieser Ort scheint sich auch stetig zu verändern. Hier gibt es einfach immer was Neues. Jetzt haben wir hier noch eine Tür und eine Treppe. Okay, da kommen wir auf alle Fälle nicht durch. Folgen wir doch einfach mal der alten Dame. Ich nehme mal vorsichtshalber... Wir haben nur noch einen Schuss. Das ist nicht gut.
Was ist das denn? Der sah auf alle Fälle nicht sonderlich freundlich aus. Dem will ich jetzt nicht ehrlich gesagt so begegnen. Gut, dass er auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Immer wieder diese Wellen. Diese mystischen Wellen. Es stinkt. Die Sache stinkt. Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Leslie? Hallo? Sebastian? 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 Wo sind wir? Okay, das ist auf alle Fälle besonders. Hier sind wir aber nicht. Wir sind hier aber nicht reingegangen, oder? Wir sind doch ganz woanders reingekommen. Bin ich der Meinung. Da ging es doch noch so rum. Naja. Okay, die Bolzen haben wir vollgeladen hier, ne? Welche waren das? Die, ne? Die Speerspitzen. Jetzt können wir sogar wieder nehmen. Sehr schön. Jetzt haben wir 3 Stück davon. Nicht sonderlich viel. Ich müsste mit denen mal arbeiten, gerade wenn wir bloß einen Schuss haben, aber... Keine Ahnung. Irgendwie mag ich die. Wie ist die Qualenarmbrust nicht so wirklich? Die ist mir so ein bisschen zu kompliziert. Können wir mal so eine Krähe erschießen. Einfach so aus Spaß. Wollte ich schon immer machen. Krähen erschießen. Sehr schön. Mal ein bisschen Licht so, ne? Kennt man gar nicht von dem Spiel. Ist ja sonst immer so düster und dunkel. Genau wie auf den Fotos. Wir verlieren uns. Ja gut, Josef zu verlieren ist jetzt nicht gerade so ein großer Verlust, um ehrlich zu sein. Der war sowieso eher so eine Last. Aber gut. Kidman weiß ja nicht, mit der hat man noch nicht viel zu tun. Die hat bis jetzt immer nur blöd dagestanden, geguckt. Kann man sagen, ja. Die ist im Prinzip auch nur Sondermüll. Was haben wir hier? Nix. Ist einfach gar nichts. Hier ist noch eine Leiter. Kommen wir da hin? So Gott. Da hängt was, ne? Können wir das kaputt machen? Können wir die Seile mitnehmen? Da können wir jemanden erwürgen oder so. Wir haben genau 2 Schuss und 2 Kisten. Was ist, wenn wir die so kaputt machen? Kriegen wir die dann wieder, die Stäbe? Also hier diese Pfeile? Denn ich will ehrlich gesagt nicht meine gute Munition jetzt verschwenden. Ich springe einfach runter, komm, das wird der wohl überleben. Ja, siehst du mal. So, was haben wir da? Eine Spritze, das ist sehr gut, denn wir sind gerade gar nicht so gut mit Gesundheit unterwegs. Guck mal, jetzt hat sich umgedreht, ne? Fehler, Fehler, Spielfehler. Ich zeig dich an, Junge, das gibt's hier nicht bei mir. Haben wir die vollgeladen? Tatsache. Jetzt haben wir auch 3 Schuss, ganze 3 Schuss, die werden uns am Ende das Leben retten. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö, da kommen wir gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir einfach mal geradeaus, dem Weg entlang, zur Himmelstreppe. Es sieht aus wie so eine alte Fabrik, ne? So für, keine Ahnung, oder so ein Bergbau. Da haben wir schon wieder so eine scheiß Kiste. Ich will nicht meine ganze Munition an Kisten verballern. Verballacken. Ballack war doch ein Fußballspieler, ne? Oder verwechsel ich den gerade mit Barack? Den Präsidenten. Ehemaligen. Die können wir doch kaputt haben, ne? Tatsache, ist aber nur ein bisschen Glibber drin. Ah, eine Granate. Hallo? Haben wir nicht... Können wir... Ja, können wir. Ich würde ihn jetzt ehrlich gesagt gar nicht verbrennen, weil warum? Das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, ne? So, was soll's? Wir schießen die da jetzt runter. Es hat sich anscheinend gelohnt. Sogar sehr. Jetzt haben wir sogar ein Schuss in Reserve, ne? Ne, 3. Oh. Besser geht's ja gar nicht. Können wir die ja nicht erschießen? Ich würde es gerne wissen, aber ich will jetzt, wie gesagt, keine Munition verschwenden. Was war das denn? Hier ballert einer. Finde ich nicht gut. Bestimmt Josef. Kriegt wieder einen Wutanfall, weil er seine Götterspeise nicht kriegt zum Nachschlag. Guten Tag. Ach so. Tot. Natürlich. Alles okay bei dir? Fast schon schade. Dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen?
Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Natürlich. Jetzt sind auf einmal 10.000 Zombies vor der Tür. Warum nicht? Wäre auch langweilig, wenn nicht. Hohohoho. Wieder eine? Mach's kaputt. Natürlich, jetzt brennt's auch noch. Warum nicht? Mehr Action und Drama. Der Regisseur war sauer. Oder Regisseur. Wie man das ausspricht, ist mir sowieso zu blöd, das Wort. Ja, komm, Alter, wie viele sind das denn? 10, 20, 1000? Wir haben bloß 10 Schuss. Wenn überhaupt. Ah, guck mal, da sind so ein paar Hilfsmittel. Ah, Mann, die überleben das auch noch. Ah, fuck, das überleben wir nicht lang. Wir werden gleich sterben, ich sag's euch. So, der lebt noch. Liegt hier irgendwo Munition? Ja, da ein bisschen. Warte mal, hier können wir gleich so eine... Fuck. Okay, das kam jetzt überraschend, dass es mitgesprengt wurde. Hat er es überlebt? Ja, hat er. Können wir ihn verbrennen? Ja, können wir. Können Sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Ja, das sehe ich ebenfalls so. Sebastian. Von da kommen zwei, also gleich wieder hier so ein. Nein, er muss jetzt nachladen. Dann auf den Dicken da wenigstens. Nein, lass mich in Ruhe. Fuck, das überleben wir nicht. Sollst die Waffe wechseln? Fuck, wir sind gleich tot, ne? Wir sind tot. Ich hab's prophezeit. Ich habe ja gesagt, wir sind gleich tot. Okay, ich glaube, so mit Explosivbolzen ist gar keine so blöde Idee. Wir müssen das halt bloß irgendwie schneller hinkriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das hier machen. Das wird ein echtes Kunststück. Wenn wir die jetzt hauen, ne? Können die uns dann hauen? Das ist wie im Kindergarten. Wenn ich den jetzt haue, haut er mich dann auch. Oh, nö. Wir können uns hier keine Munitionsverschwendung leisten. Mach einen Kopf zu. Ebenfalls. Nein! Auf die Fresse! Ja, hier. Scheiße. Ja, da ist so mehr als richtig. Jetzt hat doch mal nach hier, meine Fresse. Gott. So, kommt jetzt wieder hier so eine Menge, oder? Alter, das war richtig effizient, ne? Jetzt haben wir glatt ein paar mehr umgehauen. Wenn wir die jetzt hierher locken, dann das Fass zünden. Dann brennen die alle, aha. Aber wir nicht, das ist gut. Ja klar, überleb doch noch mehr. Was ist denn los mit dir, Mann? So, der ist tot. Der lebt auch noch. Fuck. Ja, du bist eine richtig witzige Sau. Wir sind nämlich tot. Fuck, er hat es schon gehabt, ne? Aber wir waren gerade so scheiße eingekreist, dass wir da nichts machen konnten. Mann. Schade, schade. Also am besten eigentlich gleich hier die Explosivbolzen laden. Das wäre, glaube ich, mit am klügsten. Der nimmt einfach gleich 3 Schüsse. Och nein, Omme. Omse, jetzt hau ab hier. Sollst du nicht schon längst im Grabe liegen? Was ist denn mit der falsch? Okay. Streichhölzer nehmen. Och Mann. Wir sind gleich schon wieder tot. Hier. Nimm das. Die hat das einfach überlebt. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Du bist ein witziger Kerl, Josef, Mann. Das ist denn so schwer, ey. Hier heilen. Scheiß Vieh lebt da immer noch, oder was? Geht doch. So, wir haben uns hier erstmal schnell hier so ein Koffer rein. Ist mir jetzt scheißegal. Wenn er Nebenwirkungen bringt, das kann ich jetzt halt... Ach du Scheiße. Wir können nicht schießen. Okay, das war ein Fehler mit dem Koffer. Das war ein Riesenfehler. Boah, Alter, das ist... Was ist denn das hier für eine...
Och Mann. Das ist hier so eine richtig beschissene. Das fuckt mich gerade richtig ab. Ja, schön. Hilfe kann ich schon seit einer Stunde gebrauchen hier. Ja, die Omse lebt. Überlebt hat einfach alles, ne? Natürlich. Warum nicht? Piss dich hier. Jetzt ist Josef natürlich gestorben. Kann er sich nicht einfach an seine beschissene Arbeit da hinten klemmen und hier in Ruhe lassen? Oh. Erwähnte ich, dass ich solche Art von Kämpfen hasse? Na, ja, hauen wir so eine Spritze rein hier. Kein Koffer. So. Hier treten wir jetzt einfach gegen, dass das da so ein bisschen weiter vorne liegt, denn ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt reinkommen. Von den Seiten. Die rastet natürlich gleich wieder aus. Okay, die verbrennen wir. Jetzt haben wir hier leider verpasst, das Fass anzuschießen. Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Jetzt halt doch dein Maul, Alter. Je mehr der hier labert, ne, desto schlimmer wird das eigentlich. So. Puh. Nicht so einfach. Der hat wahrscheinlich auch noch überlebt, wa? Natürlich. Nee, nicht. Bloß hat nur einer erwischt. Scheiße, das war eine richtige Dummheit gerade. So, der sollte tot sein. Hat er es wieder? Er hat es wieder, ne? Ja, du bist so ein richtiger... Warum bleibt er stehen? Haben wir es jetzt geschafft? Oder folgen die uns jetzt immer noch? Aber wir sind gerade richtig knapp bei Munition. Ich würde gern sagen knapp bei Kasse, aber es ist halt einfach nicht wahr. Aber Gesundheit sieht wenigstens gut aus. Was schon mal ein Anfang ist und es ist locker noch nicht vorbei. Es ist nie im Leben schon vorbei. Ja, hier ist doch nochmal dieselbe Scheiße, oder? Okay, hier ist Josef. Ich stelle mich mal in seine Richtung, weil der darf ja nicht sterben, dieser nette Junge. Okay, haben wir gleich eine Omse. Nein! Munition alle. Fuck. Ja, ja, komm, jetzt hier, mach fix hier. Heul nicht so lange rum, sondern kümmere dich darum hier. Meine Fresse, sind das hier alles Spasten. Ja, wir sind schon wieder tot. Wenn er jetzt nicht gespeichert hat, nee, ich höre dich. Ich drück sofort alte 4. Dann habe ich keinen Bock mehr. Aber ich glaube, es war ein Kontrollpunkt dabei, oder? Ja, da muss einer dabei gewesen sein. Bestimmt auf der Treppe. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Das ist ein verfickter Ernst. Komm, das können wir gleich nochmal von vorne machen eigentlich. Der erste Schuss hat nicht gesessen. Keine Ahnung. Hab ich auch nicht. Ich bin mich doch am Arsch. Ja, komm, töte mich hier nochmal. Los, hau nochmal zu. Ja, jetzt greifst du nicht mehr an, oder was? Hast es jetzt endlich. Ja, komm, hau ihn doch ab jetzt hier. Wenn es ja nicht mal einen Kontrollpunkt gibt, darf ich das ja... Was ist denn das für eine Scheiße eigentlich? Das ist doch unmöglich hier. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock hier irgendwie die Pfützen einzusammeln, ne? Hier ist Slipper. Was habe ich denn hier gerade abgeschossen? Was war denn das gerade? Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Ja, das trifft einfach nicht hier. Oh.
Der Zayak. Wie lange braucht er noch? Das muss noch ein rotes Licht. Das ist schon mal ein Anfang. Für dich hebe ich mir mal die Schrotflinte auf. Zünd ihn an. Was war das denn? Ja, dann so los hier. Ja, komm, geh. Ich glaube, die Folge lösche ich. Die wird niemals das Tageslicht erblicken. Ah, ja, natürlich die Omsi, die hat natürlich wieder einen Stahlschädel, wie, keine Ahnung, Iron Man. Besteht der aus Stahl? Ich weiß es nicht. Was liegt hier überhaupt für einen Bolzen? Können wir den einstecken? Nein, können wir nicht. Natürlich, ich steig doch aufs Feuer, warum nicht? Ist ja auch überhaupt nicht gefährlich oder so, ne? Komm näher, komm näher, komm näher. So. Double Kill. Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Ja, sehr schön. Das stecke ich jetzt einfach mal ein hier. Haben wir eh nichts zu verlieren. Außer den Spielstand. Oh, den Fortschritt, sagen wir es mal so. Hier nehmen wir die Explosionsbolzen. Bin ich auch Schwachsinn gerade, ne? Den erledigen wir so. Den haben wir da draußen noch erledigt. So, aha. Wenn er jetzt reinkommt, dann können wir den ja eigentlich verbrennen. Dann brennen die nämlich gleich beide. Habe ich gedacht. Die Axt stecken wir uns ein und dann hier raus. Der ist doch gerade am Laden, ne? Ja, hahaha. Ha, ha. Was für ein Glück auch immer wir haben, dass wir nicht gerade unter diesem Feuerschwall begraben werden. Das ist oder so immer ein Wunder. Jetzt haben wir wenigstens eine Axt. Können wir uns wenigstens schon mal ein bisschen was sparen. Ah, dann hau die hier noch eine Spritze rein. Wir haben jetzt nicht so viel Gesundheit verloren, aber trotzdem. Axt haben wir noch. Den Bolzen nehmen wir mit hier. Davon haben wir gar keinen verschossen, ne? Okay. Ich glaube, die ersten kamen von da hinten runter. Beeil dich einfach, Josef. Beeil dich einfach. Sei einfach mal kein Spaß und beeil dich. So, und warum können wir von der jetzt bitte schön keine Machete nehmen oder was sie da auch immer in der Hand hatte? Das ist ja schon fast sexistisch. Aua, aua. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Alter, ich knall dich gleich ab, Jose. Mir reizt hier gleich. Wo ist er denn? Oh, das hat ihn nicht erwischt, ey. Hör auf. Wir haben kaum noch Munition. Oh, hier ist Munition. Ja, natürlich hat sie das nicht getroffen vom Schrotgewehr. Ich raste hier gleich komplett aus, ne? So. Ach. Huiuiui. Okay. Das haben wir bis jetzt geschafft. Jetzt die Frage, was kommt jetzt noch? Da kommt noch eine alte runter. Und noch einer. Und noch einer. Oh, scheiße. Der hat die Tür offen, natürlich hat er die Tür offen. Los jetzt. Da nimm mich doch tot mit, warum nicht? Kannst du mir hinter dir her schleifen? Ja, schluckt einfach das ganze Magazin, warum nicht? Ja, komm mal, stech mich hier ein, ich bring's jetzt auch nichts mehr. Kann ich mich irgendwie selber umbringen? Warte mal, hier kann ich auch einfach... Dankeschön.
Na dann. Auf gut Glück. Versuch nochmal, keine Ahnung. Natürlich, weil ich sie auch nicht gerade direkt am Kopf getroffen habe. Egal. Den stellen wir auch gleich wieder um auf Explosion. Die haben wir, glaube ich, mal so gekillt, ne? Ganz ruhig, junge Dame. Die müssen wir mal ein bisschen reinlaufen lassen hier. Ja. Das hat schon gereicht. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Ja, noch kommt ja keiner. Noch sieht sie relativ gut aus, aber gleich ist ja wieder die Hölle los. Ein Licht hat er noch. Okay, da warte ich, bis sie drin sind und zünd das dann. Fuck, der hat mich jetzt erwischt. Wenigstens brennt der Dicke, damit sparen wir uns ein bisschen Shotgun, ne? Fuck, 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 fuck. Das war jetzt durchaus knapp. Das war ziemlich knapp. Okay, wir nehmen eine Spritze. Ich hoffe mal, dass das reicht. Okay, hier haben wir noch voll. Wir haben uns jetzt einfach noch eine Spritze rein, ist mir jetzt egal. Nicht, dass es hier gleich wieder so kacke endet und wir in den letzten Sekunden irgendwie von so einem Zombie zermalmt werden. Darauf habe ich jetzt auch keinen Bock, deswegen scheiß drauf. Hier liegt keine Munition. Jetzt setzt mal Lakea-Munition. Von wo kommt die erste von hier? Eine Nonne auch noch, die mich jetzt ersticht. Natürlich, Nonnen sind ja so oder so schon immer ziemlich gefährlich gewesen in der Geschichte. Achso, da war auch einer. Munition. Nein! Fuck. Den will ich damit gar nicht erschießen. Oh, hat sogar beide... Natürlich brennen wir jetzt auch, willst du mich verarschen? Ich übernehme die Fallen, halten sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Na, du übernimmst die Fallen, halt dein Maul. Hast du vielleicht auch mal gesehen, dass ich hier schon wieder tot bin, du blödes... Ach, warum ist dazwischen nicht einfach ein Kontrollpunkt? Warum nicht? Ich glaube, ich schreibe gleich Bethesda an hier, dass sie mal irgendwie Kontrollpunkt setzen sollen. Dann schwiege ich das nicht mal bis zum nächsten Update. Ach, Mann. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt brennen wir wieder selber, Alter. Oh, der hat Munition fallen lassen. Das ist was Neues. Alter, wenn Josef hier noch mehr rumquatscht, nee. Ich spreng uns einfach alle in die Luft, ist mir jetzt scheißegal. Welche zum Psychopathen. So. Oh, komm schon. Was soll das denn? Den habe ich doch jetzt locker schon viermal oder so. Plötzlich einfach keine Köpfe mehr. Ich werd welk. Cool, eigentlich juckt mich das überhaupt nicht, was du geschafft hast, weil du einfach nur ein Loser bist, Josef. So, ich warte jetzt hier oben, bis es so weit wie möglich regeneriert ist. Und dann hauen wir uns zwei Spritzen rein. So. Jetzt auf gut Glück hier unten versuchen. Ich glaube, ich wechsle einfach direkt zur Schrotflinte, oder? Auf alle Fälle sollte ich das dann demnächst tun, wenn ich da unten bin. Denn da ist ja noch die Munition dafür. Die wir im Moment nicht nehmen können. Wobei, das war irgendwie dumm, die dahin zu treten. So, von hier kommt die erste oder so, ne? Oder ist das zufällig? Tatsächlich ist es zufällig. Nein. Nein. Alter, das ist schon wieder so eine Omse, ne?
Haben sie mit Nadeln im Rücken? Der wirft die Dinger? What the fuck? Entschuldigung. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Ich übernehme keine Haftung für spontanes Kopfzerplatzen. Wenn der nicht bald sein Maul hält, ne? Ich lade mir irgend so ein Programm runter, dass ich den seinen Kopf sprengen kann. Ey, kein Witz. Werde ich aggressiv bei sowas. Natürlich. Die lebt wahrscheinlich noch, ne? Ich verbrenne sie einfach. Hier haben wir noch Munition. Lade ich gleich mal nach. Ich bin gleich wieder tot, ne? Jetzt. Ach du hier. Ich lade nach. Oh, das war verdammt knapp. Josef, wie lange noch? Fuck, hier sind zu viele, ne? Fuck. Ich bin gleich wieder tot, ne? Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, endlich mal eine gute Idee, Josef. Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Oh. Meine Fresse. Was ist das? Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, ich stell das Spiel jetzt. Das könnte voll mit denen sein. Das ist doch schon wieder so eine scheiß Arena hier. Ich bin gerade ehrlich gesagt fertig mit dem Spiel. Ich hoffe, hier wurde gerade gespeichert. Ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon. Tschüss.